Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Map-Vorstellung hier auf Gonna. Wir schauen uns jetzt die nordfriesische Marsch vierfach an, Version 1.0. Ganz ganze kommt von Fat Action, den gibt es nur für PC und Mac. Einmal runterladen und den neuen Savegame anfangen, dann habt ihr den ganzen Spaß. Zu der Karte gibt es noch zwei zusätzliche Mod-Packs, einmal das Produktionspack und einmal das Fahrzeug, beziehungsweise allgemein Mod-Pack, ist alles verlinkt. Ebenso gibt es hierzu auch schon fertige Autodrive-Kurse, die ihr dann in euer Autodrive-Verzeichnis reinschieben könnt, sodass ihr hier sofort alle Verbindungen zu der Karte habt. Alles separat beim Download mit verlinkt. So, NF Marsch vierfach. Es wird im 22er nur noch diese Vierfach-Version geben. Die normale Version wird es nicht mehr geben. Es gibt wieder zwei unterschiedliche Arten, einmal mit Gräben und einmal ohne Gräben. Auch das alles separat mit verlinkt. Könnt ihr euch dann dementsprechend aussuchen. Da gibt es diesmal sogar eine Besonderheit. Die mit Gräben hat noch eine zusätzliche Funktion, was die ohne Gräben so weit erstmal nicht hat. Generell zu den Hardfacts, wir haben 78 Felder, das ist mehr wie noch zu 19er Zeiten, wenn mich nicht alles täuscht. Das hier oben ist jetzt die 78 gesehen. Wir haben Multifrüchte mit drauf verbaut, Roggendinkel, Triktikale und Hirse. Sowie haben wir dann noch weitere Zusatzoptionen hier von Steine, Erde, Kies und Sand. Ebenfalls in der Grabenversion, gerade was die Erde hier mit angeht. Ja, ansonsten ist die NF Mars so, wie ihr sie bereits kennt, aus den Vorgängerteilen auch. Wir haben leichte Änderungen im Straßenlayout, beziehungsweise in den Verkehrswegen, was ein bisschen geändert werden musste, wenn ihr auf einfach spielt. In dem Falle, wie ich das jetzt hier habe, seht ihr, gehören euch schon ein paar Elemente, die gekauft sind. Unter anderem hier dieser Starthof, plus noch kleinere Elemente hier und die Straßen teilweise auch, aber wiederum auch nicht alle, wie ihr seht. Ich glaube aber auch, das ist noch ein Fehler, weil ich glaube, die sollten alle mehr oder weniger dann auch zur Verbindung sein, gerade was das Ganze mit den Schneeschieben und KKG angeht. Ich meine, hier ist es auch fast überall, aber hier fehlt es zum Beispiel. Kann aber auch sein, dass die Textur über der anderen Textur wiederum ist, aber da wird sich Fett dementsprechend, denke ich mal, nochmal was ändern, sollte das nicht so der Fall sein. Nun, schauen wir uns das Ganze an. Auf einfach sieht der ganze Spaß hier so aus. Das ist dieser Starthof, beziehungsweise so der Haupthof, wenn man das Ganze so nennen kann. Wir haben hier wieder ein Multisilo mit dabei. Wir haben hier ein paar Hallen, wo das Ganze untergestellt werden kann. Ihr seht auch, Startequipment ist in dem Sinne auch mit dabei. Ihr seht Drescher, Traktoren und KKG alles mit dabei. Wurde dementsprechend hier auch aus dem 22er größtenteils genommen. Teilweise gibt es auch eigene Elemente, kommen wir dann auch gleich noch mit dazu. Ansonsten sind dann hier rundum einmal die Felder und die sind auch weiterhin in den gleichen Layout, wie ihr sie halt dementsprechend kennt. Hier drüben, das Feld ist eigentlich leer, da habe ich jetzt schon mal die Produktion mit drauf gepackt, denn ja, in der Marsch gibt es natürlich auch wieder Produktionen und auch Custom-Produktionen. In der Version 1.0 ist das Ganze noch übersichtlich, es soll aber nach und nach mit Updates erweitert werden. Jetzt zum Anfang ist eine Raffinerie mit dabei und Fermentierer, Saatgut, Dünger und Co. schauen wir uns dementsprechend hier gleich mal mit an. Im Baumodus unter Gebäude und Hallen habt ihr dann einmal hier noch die Custom-Hallen. Na, alles was mit Fett-Logo ist, ist dann so halb Custom, die ihr hier mit drauf platzieren könnt. Die haben teils eigene Preise, teils sehen sie ein bisschen anders aus und so weiter und so weiter. Könnt ihr einfach stinknormal platzieren. Unter Produktionen und Fabriken habt ihr dann überall, wo diese Fettdinger hier mit draufstehen. Das gehört dann alles im Endeffekt zur Marsch dazu. Also eine, sprich eine Düngerherstellung, ein Fermentierer, eine Futterfabrik, eine Saatgutherstellung und eine Raffinerie. Könnt ihr überall platzieren. Funktioniert jetzt nach dem LS22-Prinzip. Verkaufsstationen gibt es in dem Fall hier nichts Custom mit dazu. Gewächshaus also auch nicht, Plantagen auch nicht, Generatoren auch nicht und bei den Tieren soweit auch alles nicht. Außer noch in Dekoration und sonstiges, da habt ihr hier noch die Dekohalle, die jetzt hier speziell dafür da ist. So, schauen wir uns dann einmal hier die Produktionen an sich an. Ihr seht, ich habe hier eine Raffinerie, da können wir Diesel herstellen über zwei mögliche Varianten. Einmal über Raps und einmal über Sonnenblumen. Ihr seht, 3600 Raps rein oder 3600 Sonnenblumen rein, 2600 Diesel und 1500 Schweinefutter gehen damit raus. Saatgutherstellung ist auch hier wieder in dreifacher Ausführung mit dazu gesetzt. Also sprich einmal mit Weizen, einmal mit Gerste und einmal mit Mais. Das Ganze wird immer kombiniert mit
Mineraldünger und ihr bekommt dann Saatgut dafür raus. Die Futterfabrik, je nachdem, könnt ihr hier einmal die Mischration und hier einmal für Schweinefutter in dem Falle mit nutzen. Da seht ihr auch Heu, Silage, Stroh, Mineralfutter, Kartoffeln, Mais, Weizen, Raps geht hier mit rein und ihr seht hier 4000 Heu plus 1800 Silage plus 1800 Stroh plus 400 Mineralfutter ergibt dann insgesamt 8000 Liter Mischration. Und bei den Schweinefutter ist es dann ähnlich. Kartoffeln, Mais hier mit rein, Weizen mit rein und Raps mit rein ergibt dann 8000 Liter Schweinefutter. Fermentierer, Gras und Häckselgut wird zu Silage in dem Falle mit fermentiert. Sieht man ja hier in dem Falle. Da gibt es zwei unterschiedliche Dinger. Entweder mal 4000, also 1 zu 1, 4000 rein, 4000 umgewandelt oder 8000 rein und 8000 umgewandelt. Das ist da noch die Option. Und bei Mineraldünger haut er Mist und Gülle mit rein und habt dann Mineraldünger und oder Mist und Gärreste und bekommt dann ebenso Mineraldünger mit raus. Ja, das ist dann hier noch die Geschichte, was die Produktionen aktuell angeht. Nun, das Besondere bei der Grabenversion, die ich hier habe, seht ihr vielleicht schon hier in den Gräben, haben wir Erde da mit drin. Diese Erde kann mit dem Bagger, der in dem Falle hier jetzt am Anfang natürlich nicht mit dabei ist, also ihr seht das Ganze hier, ich habe keine Mods mit drauf, ist dementsprechend auch hier nirgendwo mit drin oder divers, also müsst ihr euch über Mods besorgen, könnt ihr die Erde einmal im Jahr, sofern ich das richtig verstanden habe, ausbaggern und könnt diese dann dementsprechend verkaufen, kriegt ihr halt ein bisschen Kohle dafür, ne? Also das funktioniert soweit, sobald die hier weg ist, ist sie weg und nach einem Jahr spawnen die halt wieder neu und dann könnt ihr es dementsprechend wieder ausbaggern. Fällt natürlich flach, wenn ihr die ohne Gräben nimmt, ist klar, weil wo soll man da dementsprechend auch schon mitbaggern. Ja, ansonsten ist das Ganze so, wie die Marge vorher gehalten ist. Also sprich, wir haben hier den Händler, wir haben hier die ganzen Kanalmitglieder, die hier mit drauf verewigt worden sind. Es gibt dann dementsprechend auch noch, diese Häuser, die da irgendwo am Klingelschild benannt worden sind und so weiter und so weiter. Also alles, was irgendwie mit dem Kanalsupport zu tun hat, kann euch jetzt als Otto normal in dem Sinne komplett egal sein. Es gibt aber auch Sammlerstücke, wie ihr einmal hier sehen könnt. Das ist erstmal hier generell ein Kleiderschrank. Wundert euch nicht, warum hier das Symbol damit ist. Hier könnt ihr einen Fahrzeughändler öffnen, also sprich reparieren und KKG. Hier könnt ihr kaufen. Ne? Und die Sammlerstücke seht ihr einmal hier. Das sind einmal Schuhe, einmal Paletten und einmal Goldmünzen. Drei Stück, wie gesagt, insgesamt. Wir haben 10 solche Schuhe, wir haben 30 solche Goldmünzen und wir haben 78 solche Paletten in der Mitte. Die sind überall versteckt. Könnt ihr aufsammeln, kriegt ihr Kohle dafür. Und wenn ihr alles voll habt, lasst euch überraschen, was da passiert. Und ja, damit ist der Sammeldrang auf der Karte hier dementsprechend auch mitgegeben. Gab es vorher auch nicht. Macht aber jetzt der 22er durch diese Collectibles ja einfacher. Jo, ansonsten ist das Ganze so, wie ihr es kennt. Also sprich, das Straßensystem, wie gesagt, bis auf minimale Änderungen. Zum Beispiel hier ist jetzt Wasser, was zum Beispiel in der 19er-Version nicht mit dabei war. Außer ohne Gräben. Das weiß ich jetzt auf die Schnelle nicht. Ich erinnere mich auf jeden Fall hier aber nicht dran. Kann aber sein, dass es schon immer so gewesen ist. Dann haben wir hier leer stehende Flächen. Circa 15 Stück Pi mal Daumen insgesamt laut Fett seiner Aussage. Die ihr dann nutzen könnt, um Produktion später dorthin zu bauen und so weiter und so weiter. Zug gibt es weiterhin nicht. Die Gleisen sind zwar da, sind aber aktuell nur Deko-Elemente. Glaub bleibt sie auch. Hier stand ja immer mal diese ganz alte Bäckerei, die es zu 17er oder 15er Zeiten gab. Die wurde dann ja schon im 19er, wenn nicht schon im 17er, je nachdem, außer Betrieb genommen. Jetzt ist das Gebäude komplett entfernt, wie ihr seht. Und ihr habt da halt Freiraum, oder neuen Freiraum eher gesagt, um weitere Produktion zu platzieren. Das gleiche gilt einmal für hier, ist ebenfalls noch ein neuer Freiraum entstanden. Hier hinten sind noch alles Freiräume. Liegt nur daran, hier waren ja damals überall die ganzen Produktionen. Die sind ja jetzt hier alle aktuell noch nicht mit dabei. Ob es später so sein wird, dass die Produktionen fest auf der Karte verbaut sind und oder dass sie einfach nur als platzierbare Elemente, als Produktions-Update-Mod kommen, das wird dann fett entscheiden, wenn es soweit ist. Ich gehe aber mal vom zweiten davon aus, weil somit erspart man sich jedes Mal neue Savegame anzufangen und fett ist da ja relativ großzügig, was das Ganze angeht, dass man nicht jedes Mal ein neues Savegame anfangen muss, außer es geht halt gar nicht anders. So, diese Fläche ist selber hier, ist halt eine Wiese, die eingezäunt ist.
Da standen vorher auch mal Produktionen mit drauf, oder das war irgendwie noch zur Hälfte, das ist da dementsprechend auch. Neu hinten ist dann hier der Hafen, den kennt man ja bereits so, wie man kennt. Ich glaube hier diese Stege, das ist soweit mit neu mit dran gesetzt, ansonsten alles altbekannt. Wir müssen die Brücke nicht mehr bauen, beziehungsweise das ist ja die Brücke, die hier rüber geht zu den nächsten Feldern, die muss ja noch im 19er gebaut werden. Jetzt ist er einfach da, sprich ihr kommt einfach rüber und habt dann dementsprechend euren Spaß. Ansonsten sind halt noch neue Felder generell entstanden, weil wie gesagt 78 haben wir jetzt hier, ich kann mich noch nur noch an 66 erinnern, ist aber auch wiederum schon länger her. Wir haben zwei BGAs auf der Karte, die gekauft werden können, sobald ihr das Grundstück kauft, gehört euch die BGA dementsprechend auch. Costa Quanda ist ein bisschen teuer, ist klar, aber ist dementsprechend auch eine BGA, also sprich die muss auch ein bisschen kosten. Hier steht dann zum Beispiel wieder die eine, ne? Könnt ihr hier kaufen und fertig aus, Mickey Mouse. Dasselbe hier, seht ihr hier 1,2 Millionen zum Beispiel, ne, und dann könnt ihr das Ganze hier nutzen, ne, Riesenfläche, passt soweit alles. Ja, ansonsten ist alles, wie gesagt, soweit beim Alten. Wir haben hier Wälder mit dazu, um den Forst zu betreiben, ne, das ist auch ordentlich. Ihr könnt natürlich auch eigene Wälder anlegen oder manuell aufforsten, das ist auch alles kein Problem. Die Kanäle in dem Fall, also falls ihr die Gräben-Version habt, sind halt überall mit dabei. Ist natürlich auch eine gewisse Herausforderung für AD und CP. Manchmal raffen sie es ja, manchmal raffen sie es nicht. Ansonsten halt diese Zugangsstellen zu den jeweils einzelnen Feldern hier mit dazu. Ihr seht hier zum Beispiel nochmal die Erde, die hier überall, nicht überall, aber öfters mal mit drin ist, die ihr wie gesagt ausbackern mit könnt. Ansonsten habt ihr hier halt hier die Zugänge zum Feld, wenn wir mal ein bisschen auf Details da gehen wollen, hier sieht so aus, da sieht so aus, ne, also darauf wurde dann auch ein bisschen Abwechslung mehr mit reingebracht. Ihr habt natürlich, wie ihr seht, KI-Verkehr hier mit drin, der rammelt ganz gut so vor sich hin, also ist nicht mehr, trotz all dem auch nicht mehr so langsam wie zu 19er Zeiten. Dann haben wir hier teilweise andere Kanalschächte oder Ablaufschächte da mit drin, das ist aber mal so und mal so, ne, also mal sind die neuen drin, mal sind die alten drin, das sind so die kleineren Erweiterungen, die Marsch hier generell mitbekommen hat und hier und da halt immer mal wieder Freiflächen. Ich kann mich zum Beispiel hier bei mir daran erinnern, dass hier mal ein Sägewerk stande. Also jedenfalls habe ich das hier hingesetzt, ne? Aber das könnt ihr natürlich auch alles selber so handhaben, wie ihr wollt. Ich habe da zum Beispiel wieder diese Wasserfläche da drin, wo ihr dann später, was weiß ich, so ein Kieswerk oder Co. reinsetzen könnt. Ihr seht hier so riesen viel Erde mit drin, die ihr ausbaggern könnt. Also da ist schon alles mit dran bedacht. Ja, ansonsten, ihr seht so gerade hier oben, die Heißluftballons, die fliegen dementsprechend auch wieder rum. Da steht auch wieder Fett mit drauf. Also so alles alt gewohnt. Dann haben wir hier so eine Art Kiesgrube mit dazu, wo ihr auch nochmal an Erde und Kies und Sand halt rankommt, einfach rausbaggern und dann dementsprechend verkaufen. Das ist da oben alles mit dabei, das erklärt dann dementsprechend auch die neuen Fruchtsorten oder die Arbeitssorten in dem Falle. Ja, und ansonsten ist es halt alles hier wieder, wie gesagt, höher gehalten und es ist halt vierfach, ne? Es zieht sich also ein bisschen, AD, CP sollte dabei sein, ne? Wenn ihr natürlich sehr viel Geduld habt, könnt ihr das natürlich das Ganze auch ohne Helfer machen. Aber AD, CP oder IF, gerade wenn ihr Multiplayer unterwegs seid, ist IF eher besser, weil CP funktioniert ja noch nicht. Ja, könnt ihr dann halt so handhaben wie ein Dachdecker, ne? Und solche Flächen, wie gesagt, hier gibt's en masse mit dazu. Ja, ansonsten sollte es das erstmal wiederum als kleinen Überblick mit gewesen sein. Der Rest ergibt sich dann später A mit den Updates und B mit den jeweiligen Spielstunden darauf, wenn da irgendwo kleinere Fehlerchen zutage treten. Aber generell, ihr seht das Ganze hier, das läuft flüssig wie sonst was. Gut, ich habe einen relativ starken Rechner, aber selbst wenn ihr jetzt nicht einen High-End-Rechner habt, müsste es trotzdem sehr stabil laufen. Kommt natürlich immer darauf an, wie viele Mods, wie viele Fahrzeuge und wie viele Produktionen ihr dann da drauf klatscht, ne? Das sollte soweit klar sein. Apropos Produktionen, ihr seht, hier auf der Karte sind so Bahnhof, Einkauf, Dings, also das sind alles mehr oder weniger Verkaufsstellen, die natürlich auch en masse mit dabei sind. Ne, seht ihr hier das Ganze auch, ne, Bahnhof, Depot, Hafen, das ist auch alles mit dabei. Insgesamt, das sind so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Verkaufsstellen, mal weniger, mal mehr. Seht ihr hier, die Produktion, die ihr mit hinballert, könnt dann dementsprechend auch Zeug annehmen. Ist klar, das ist soweit alles noch mit drin und die Standardproduktionen sind natürlich auch für euch zur Verfügung. Ne? Also die könnt ihr hier auch mit hin platzieren, das ist alles kein Problem, dafür sind ja die Freiflächen hier und da und dort und überall da. Da könnt ihr euch jetzt aktuell erstmal über Wasser halten mit den Standardproduktionen, bis dann Fett das Ganze über die Updates dementsprechend raushaut. Ist aktuell mehr oder weniger, also jetzt ist reine subjektive Einschätzung meinerseits, aktuell noch die Marsch Light.
Weil ja, wir sind auf der Marsch, wir haben das Netz, wir haben die Umgebung, wir haben die Orte. Aber produktionstechnisch haben wir halt momentan noch nicht allzu viel. Aber gut, ISO Version 1.0. Mit Zeit kommt Rat und Geduld kommt Geld oder irgendwie sowas in der Richtung. Deswegen habt ihr Geduld. Das kommt alles nach und nach, wenn der Fett das dementsprechend fertig macht oder fertig hat. Nun, Download-Link inklusive Bewertung plus alle Zusatzmods, die optional mit benötigt werden können, findet ihr wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.